So. Wir spielen jetzt ein bisschen gesalzener Butterfisch. Ein schöner, salziger, leckerer Fisch. Aber was ist der leckerste Fisch? Jetzt mal eine Frage. Kann man das sagen? Kann man so sagen, wow, okay. Wenn ich hätte jetzt gerne einmal den leckersten Fisch, den es gibt. Kriegt man dann einen Dorsch, einen Barsch, eine Forelle, eine Zitrudelle? Was für Fische gibt es noch? Eine Flunder? Gibt es denn auch eine Plunder oder sowas? Irgendwas mit P? Plunder, Flunder, Plunder, Plonder, Londa, Lachsforelle. Oh, Lachsforelle. Gut, also wir spielen Fizzity-Doo mit Snibbity-Snap. Spielen wir jetzt wieder Protobelt, ist die Frage. Es gibt, glaube ich, auch Fische, die so richtig nach Sand schmecken oder so, oder? So richtig erdig, so wie hier. Wie heißen die? Rote Beete? Was heißt Rote Beete auf Englisch? Red Base. Red Base. Okay, gut, gegen Cutter. Also, grundsätzlich, das Matchup ist erstmal theoretisch okay. Aber es kommt immer auf die Cutter an. Wir wissen ja, Cutters sind immer OTPs. Wissen wir. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Danke dafür. Oh, Love is Stronger. Werbung kriege ich hier von Topmodels. Ist es so? Ist die Liebe stärker? Okay. Okay, okay, okay. Also, Protobelt ja und na? Wahrscheinlich ja, oder? Kane wurde gespottet, aber er ist schon wieder aus dem Jungle raus. Und unser Blue ist gewardet. Ich muss schnell Level 2 werden. Das wäre ein guter Deal. Den hier noch. Den noch und dann werden wir Level 2. Slip. Schöner Trade. Ja, komm, spring. Ach, kann sie noch nicht. Jetzt kann sie springen. Also Fist gegen Cutter ist absolut fein in der Lane. Aber sie roamt. Sie geht. Pass, ich erzähle euch, wie es läuft. Sie geht 0-3 gegen mich. Dann roamt sie Botlane und geht 7-3. Und dann one-shottet sie mein Team. So wird's so läuft's immer gegen Kata. Und dann schreibt sie irgendwann, sie wäre skilled und cool und nice und strong und all diese Dinge. Later. Ja, der Flash war ein bisschen on-way. Der war nicht nötig, aber lieber flashen, als dann doch zu sterben. Sagt man immer so. Ne? No? Kennst du Strive for Glory? Nee, sag mir ja nicht. Sag mir ja nicht. So muss ich hier, ich glaube, ich muss hier noch eine reinbuschen, weil das sieht sonst nicht so gut aus. Gib, 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 gib. Slip, slibbity bip. Slibbity bip. Zack. Schön, 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 schön. Kata hat ja auch keine starke Laning Phase. Man weiß, was Kata kann, ist Kata free. Aber, naja. Ne, irgendwann, sie kriegt einen Gank oder ein dies, ein das und zackidi zack, slibbity slap. So, wir kaufen, wir könnten fürs Turbo... Leute, ich sehe mich auf Medrice. Das wird eine Medrice-Runde. Eine richtig knaftig, saftige Medrice-Runde wird das. Wie sieht Spotlight aus? Ist er AFK? Oder warten sie einfach nur, damit die Minions kommen? So. Also ich denke, wir können Cutter immer noch traden. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen, weil sie hat Flash und Ignite hat sie, glaube ich, auch noch ready, oder? Also müssen ein bisschen kehren, außerdem fehlt sie gerade. Wir können aber natürlich jetzt mit den Items, die wir haben, können wir Omega-Ufensen traden, Leute. Also wirklich Omega-Ufensen, ne? Also wir können die Trade-Compilation richtig rausbringen. Guten Tag. Also wir sind like Giga-Strong. Und mit Giga-Strong meine ich Giga-Strong. Ha, geprankt. Sie dachte, ich wäre nur da wegen dem Minion, aber war ein Fehler. War eine Lüge. Und eine Lüge war es nicht. Lügen tut man nicht. Macht man nicht. Ah, Sindonai. Das Beste ist auch immer, wenn die Minions gerade weg sind, dann kann sie halt auch nirgendwo hinspringen, ne? That is very beautiful. Bei Kata muss man eigentlich nur darauf achten, dass man immer weg vom Dolch läuft direkt. Dann kann... Leute, bitte... Gehen Sie bitte fort, Dankeschön. Toplane wieder am Inten. Oh, 1-3 jetzt schon. Und dann haben wir auch noch einen Tank-Designer da oben. Ein 3-1 Urgott. Gar kein Bock. Sie hat auch keine Pots mehr. Das ist nicht schlecht. Wir könnten sie theoretisch töten, aber ich muss halt an sie ran. Und die Frage... Am besten ist immer, wenn ich hier so ein Minion nehme, dann denkt sie halt... Oh, Leute, wie oft noch? Power Slip. Wie oft noch? Was ist das? Ist das nicht irgendwie Time Waste LP oder so? Können sie bitte aufhören damit? Ich würde sie am liebsten töten, während sie noch da ist.
Aber sie scheren gerade XP. Wir warten Ignite und dann töten wir sie. Frage ist, muss ich Press Attack benutzen? Vielleicht schaffe ich es ohne. Aber wir könnten auch den... Shit. Wir machen den kubanesischen Ilomerfisch. Kubanesischer Ilomerfisch! Woo! Slip! Bester Fisch! Bester Fisch! Slibbidi babbidi boobidi bap. Problem ist, dass hier halt, ja, Tank Designer 3-1, oh Gott, schwierig. Schwierig, schmierig. Kann ich mir eine... Leute. Die könnte ich, glaube ich... Nee, wir gehen mal lieber raus. Ja, Leute, Urgot, stop die. Ich meine, Mordekaiser, das wird halt ein Problem werden, weil den kann ich nicht töten, ne? Das wird ein Problem und Botland... Leute! Also wir machen jetzt erstmal diese hier. Ist eigentlich noch dieser Stundenglas-Bild? Ist das noch ein Ding? Is that still a thing? Weiß ich nicht. Könnte sein. In Stundenglas First kannst du halt richtig sahnig. Ne? Problemo. Können wir mal gucken, vielleicht bin ich ja schnell. Ich bin ein schneller Fisch. Die können wir vielleicht sogar diven. Die diven wir. Die könnten wir diven. Ich habe noch 15. 15 auf Ulta. Nee, das wird nicht. Naja, vielleicht könnte man eine Dive Compilation machen in 10i. Also ich würde dafür gehen. Guten Tag. No! Ich wusste, dass es passiert. Ich wusste, wahrscheinlich wäre sie auch eh backgeportet, oder? Weil sie kriegt ja einen Damage dadurch. Mei. Wieso werde ich jetzt gepinkt? Gewinnt ihr da unten lieber mal eure Lane? Was ist mit ihm? What is with him? So, Cutter. Ich kann Cutter aber auch, glaube ich, ohne Ultimate töten. Naja, mit wäre besser, aber ohne. Ping me for missing air. Ja, ich bin 2-0. Was ist mit ihm? Er ist 0-1. Hallo. So. Don't hurry. Wir sind jetzt natürlich sehr schnell, weil wir schnelle Schuhe haben. Das heißt, wir kommen immer sehr fix an sie ran. Sie muss nur einen Moment nur nicht aufpassen und zack bin ich an ihr dran. Wie so ein Stalker. Oder ein Paparazzi. Wir können sie natürlich auch ein bisschen diven. Nur ein bisschen. Aber oder wir gehen nochmal Botlane. Guck mal, wir haben gleich sogar wieder Ultimate, Leute. Ne? Und habe ich sie gebraucht? Nee, habe ich nicht. Wir warten hier und dann gucken wir. Boah, 1-5, Junge. Oh, ich habe keine Ult. Schade, okay. Cool. Don't worry. Leute, ist denn schon wieder Vasen oder was? Sacramento no moi. Oh, er will Blue Cane gehen? No. Go Red. Bitte nicht Blue. Please. Ich sehe das Game schon up, down, to wandering down, das Game. Es geht schon wieder den Bach runter. To go the bake down. Oh, Leute, bitte kein Blue Cane. Please. Also klar, Blue Cane kann cool sein. Und gegen die wäre es wahrscheinlich auch nicht bad, aber... Ich sehe es von meinem inneren Auge. I see it. Hallo Summer Season. Wo sind wir denn hier? Das Interping dürfen. Ja, wo? So, was kaufen wir jetzt? Sollen wir Stundenglas gehen oder nicht? Keine Ahnung. Gehen wir Protobelt oder nicht? Keine Ahnung. Bergbauer, Buam, Fiss. Aktuell verliert ihr doch? Ja, aber gerade deswegen. Nee, also ich mache hier doch. Ich bin 3-0. Leute. Ich will ja auch Botlane ganken, allerdings. Guck mal, sie ist 0-3, so wie ich es predicted habe. Und gleich wird sie irgendwo mein Team killen. Wir gehen jetzt straight to the bots. Ne, wir pushen eine durch und dann gehen wir straight to the bots. Oh, Leute. Ich könnte sie halt jetzt wieder töten. Ich könnte sie jetzt einfach hier töten. Könnte ich einfach so machen. Aber die gibt halt nada Gold und jetzt muss ich sie farmen lassen. Weil ich meinem Team helfen muss. Wir könnten die Staubsaugerfrau, die hat einen Dyson. Die hat einen schönen Dyson.
Ein schöner Dyson-Staubsauger. Wer ist mehr Geld? Varos. Na gut, dann nehmt den doch. Oh, okay, aber den tue ich trotzdem, oder? Ha! Prank, Bro! Prankt! Die macht irgendwas. Wir warten kurz. Wir müssen ihre Spells warten, bis sie keine Spells mehr hat. Vielleicht will sie mich auch noch fighten. Die will mich. Die will mich. Ich sehe das in ihrem inneren Auge, sehe ich das. So. 5-0. Schön. Achso, ich wollte Mages kaufen, fällt mir ein. Boah, ein bisschen greedy, aber mach mal. Mach mal. Mach mal. Ja, grab. Schade, schade. Wäre tot gewesen. Gut. Ja, ja. Grab. Ja, ein bisschen gefährlich, aber grab. Ja, nee, sehr gefährlich. Jetzt mittlerweile sehr gefährlich tatsächlich. Aber machbar gefährlich. Schön. Ja, ich würde eine Flash-Double-Dash-Compilation starten. Alter, was ist denn hier so? Ich habe gleich schon wieder Aldi, Mate. Jetzt erstmal shoppen. Ne, komm. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch wieder Ultimate, Leute. Also, lass mal keinen Fass aufmachen. Ich mache irgendwie keinen Schaden an der. Don't help! Help! No! 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 Oh, Glück. No! Oh. Ah, shit, du Kacke. Immerhin hatte ich noch kein Magize. Ah, jetzt hat er halt voll die Cash-Kanone gestartet. 600 nur? Ich dachte irgendwie ein Tausi schon. Geht ja noch. Okay. So, wir machen jetzt sowas hier. Frage ist, gehen wir... Oh, er ist Blue Cane. Na dann, let's see what it will be bearing, happening. Interrotter. Hallo, Tasos. Also ja, werden wir mal sehen, was es jetzt wird, Leute. Und sie farmt halt wie so ein Lord, ne? Und niemand verhindert das. Der wird sterben. Oh, er heißt aber Kane. Vielleicht ist das ja was. Er heißt Kane. Er ist tot. Er wird sterben. Er ist tot. Ich will euch nicht sagen, ich hab's euch gesagt, aber ich hab's euch gesagt. Leute, ich hab's euch einfach gesagt. Mann! Warum hört man denn nicht auf mich? Ich finde, es sollte eine Auszeichnung geben für Menschen, die öfter Sachen sagen, die wahr sind. So von wegen the Very True Award oder so. Und dann können Leute so wie der Kane sehen, wow, der Fest hat den Very True Award. Dem sollte ich glauben, denn der sagt meistens Dinge, die wirklich wahr sind. Wow. Ja, 1-3 Blue Kane. 1-7! 0-1, Leute! Den da oben, den kannst du halt nie, den kann niemand töten. Nobody. Nobody knows. Was wir machen könnten, wäre eine Botlane Roam nochmal. Aber sie weiß, dass ich Botlane Roam, deswegen töten wir sie jetzt einfach. Boah, noch mehr, ey. Einer, okay, aber zwei. Okay, das könnte funktionieren, wenn Jhin jetzt weiterkommt. Mach Ult, ja, mach Schusskanonenfeuer. Schieß noch ein bisschen. Oh, und ja. Nö, Und Stacks. Ja, hat er geklaut. Guck mal, da, und jetzt denkt er, wow, ich bin so gut. Naja, es wären nette Stacks gewesen. Kann man, you cannot say no. It was we, aber wir haben gute Geld. 8-1 und 14 Stacks. Darauf gönne ich mir gleich mal Smacks. Oh, ich hab schon ewig keine Smacks mehr gehabt. Smacks sind schon geil, oder? Eine Wave noch? Ja, eine geht noch. Slap. Tower ist in Reichweite, aber noch nicht. Noch nicht. Also, wir könnten jetzt schon Stundglas fertig machen. Wir könnten sie baiten. Vielleicht will sie mich töten. Gut. Das Problem ist, ich kann auch sonst nichts kaufen. Der ist cool. Ich mag den. Ich lieb den. Den kaufe ich jetzt einfach. Leute, wer braucht Mystic Items? Ganz ehrlich. Wofür? Wofür braucht man Mystics? Haben wir genug AP? Ja, haben wir. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt schon super viel CD. 80er, Leute. 80er. Wir sind also wie so ein schlüpfriges Stück Seife. Uns kann niemand catchen. Fischen. Schlüpfriges Stück Seife, very true Gameplay.
Wir sind sauschnell. Ja, aber das Mystic wird ja umso stärker theoretisch, umso später ich es kaufe. Und Feuer. Guten Tag, guten Abend. Later. Wieso springt sie denn nicht? Oh ja, ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab Bock. Mach doch mal Blue-Cane-Dinge, die Blue-Cane so macht. Ich könnte halt Doppeljump machen, aber ich brauche jeden Damage gegen sie. Nee, lass mal. Lass mal. Holen wir uns mal Midlane-Tower. Die Frage ist, Liandiers oder, ich glaube, Brotobelt, oder? Aber, naja, CDR wäre noch, mehr CDR wäre noch cooler. Und da müssten wir bei Sandshrewer gehen. So, gönnen wir uns im Tower. Zack. 18-6, meine Freunde, Verwandten, Lords und Ladies. Schön. Schön, 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 schön. Gehen wir mal Botlane. Wie sieht's aus? 2-7. Botlane. Naja, aber es ist alles im Rayman, Leute. Oh, da ist ein Ding. 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 Ich spür's. Mein Greedometer geht auf 1000 hoch. Guten Tag. Einmal bitte alles, was du hast. Und dich auch nochmal. Dankeschön. Later. Kratsch. Was? Stopp. Stopp. Was? Was? Ist sie denn noch gestorben? Auch nicht. Wow. Wow. Und jetzt haben wir kein Geld für Stundenglas. Wow. Wow. Zu früh gefreut. Was heißt zu früh gefreut auf Englisch? Too happy, too early. Das macht sogar Sinn. Too happy, too early. Ja. Oder too early, too happy. Ah, oh, shit. Rip 6. Ja, das geht aber noch. Das mit der Stecks, das geht noch. Aber... ja, wieder ein Interrotter. Ja, darf ich nicht machen. War ein bisschen zu greedy vielleicht. Aber Leute, ich bin auch alone in the dark hier quasi. Also ich habe halt noch meinen Nautilus. Aber das war's, ne? Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Ich bräuchte mal Bluebuff. Ich hatte gerade kein Mana mehr. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt Protobelt kaufe oder Essence Reaver, habe ich einfach kein Mana irgendwann. Ne? Boah, Leute, wir können mal versuchen, ne? Aber ich glaube, ich sollte lieber Botlane gehen. Aber wir können es ja mal probieren. Ich sag euch, wie es laufen wird. Er wird ihn klauen und dann wird Urgot ihn in der Klauung töten. Go! 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 Vielleicht wird er mich eher klauen, tatsächlich. Ja, free. Free. Guti, 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 gut. Leute, 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 wieso sterbt ihr da unten? Is taking you... What the fuck is taking you so long to get here? Ja, Jhin ist toxic, Leute. Er ist ein ADK. Wer hätte es gedacht? Hallo, Scottix. Hey, na? Na, du? Na, du? Komm, wie wenig Ultimate cool. 45er. Schön. Oh, ein Dyson-Staubsauger, den wünsche ich mir. Ein Dyson-Staubsauger, den wünsche ich mir. Slip. Oh, ich wollte nur springen. Slip-dip. Wir bewahren die E, falls wir sie mal brauchen. Slip-dip. Ja, jetzt haben wir... Also, mana-mäßig ist das nämlich schon ein Problem, seht ihr? Oh, ich würde den über Giga weit fliegenden Gigafisch machen. Slap. Ich habe kein Mana mehr. Ich muss ihn jetzt auto-tacken. Ah, jetzt irgendwie Nautilus tötet ihn und takt es. Oh, okay. Es war eine coole Idee. War leider komplett nicht so cool ausgeführt. Es war aber lustig. Ich habe es nur für die Lustigkeit gemacht. Es war lustig. Aber es war... Naja, also... Naja, also... Naja. 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 Gut. Was kaufen wir? Was kaufen wir? Also, ich gehe jetzt full CDR, Leute. Kaufen wir uns mal ein bisschen Mana. A bisschen Mana. Hahaha, ha, ha, wie lustig. Ich dachte, er wäre tot wegen Dustblade. Du hast Dustblade? Was für Dustblade? Wieso wegen Dustblade? Wer hat denn hier Dustblade? Er hat doch Dustblade. Ja, shit, ich habe ein bisschen gestrollt. Ich muss natürlich gucken, durch diese Throws werfe ich das Game auch ein bisschen, ne? Aber, ja, dieser Varus steht jetzt auf meiner Liste, Leute. Er steht auf der Liste der zu gettenden. Der wird jetzt sehen. Hätte er nicht machen sollen. Ach so, er war unsichtbar. Deswegen, wegen seinem... Ach so. Er steht jetzt auf der To-Get-Liste. Das wird er sehen noch. Wir werden jetzt nur auf ihn... Ah, vielleicht ein Steil... Oh ja. Oh ja. Guten Tag. Guten Abend. Du bist tot. Du bist tot. Wow. Ich dachte, er stirbt an meinem Dot. Wäre wahrscheinlich noch, aber er hat Live-Schnee, hat er nicht. Und Dyson. Ja, 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 ja.
Ja. Okay, cool. Wir stehen 13-3-3. Oh, da würde ich erstmal engagen und dann disengagen. Oh, schön. Schön. Later. Gut. Dann kaufen wir mal ein bisschen Mana. 3,50 kostet das Ding. 3,50. 3,50, 3 Kühe und ein Apfel. Na gut. Wie viel Farm haben wir eigentlich? 100. Wobei, die haben alle jetzt auch nicht so viel. Aber ich habe schon ewig nicht mehr gefarmt. Wie viele Stacks haben wir? Ach, so, eigentlich bräuchte ich Rabadons als nächstes. Wir haben jetzt 323. Eigentlich brauchen wir mal Rabadons, du. Also. Passt auf. Und Feuer. Bleib da. Oh, schön. Schön outplayed. Schön. Gut. Was geht hier? Ich spiele mal Tarik. Du spielst doch selber nicht mal mehr Tarik, oder? Oh, Jan Red. Geil. Mach irgendwie voll wenig Schaden. Ich habe das Gefühl, mit Chaco habe ich mit den Stats mehr Damage immer. Ich schlitz so. Dir auf und kratz mir mit den Rippen den Rücken. Der juckt nämlich. Jörg, danke dir, Emmy. Hola, chicas. Chica señoritas. Dankeschön. Merci. Oh, Leute, wir gehen Varus holen. Wie geht's Ihnen, Emmy, Smammy, Whammy, Demi? So, Varus wird jetzt zum Harald gehen, beziehungsweise zum Baron da oben. Deswegen ist er nämlich genau da. Later, was? Das ist ein bisschen greedy, 1000 gerade. Aber ich habe ja Ding hier. Oder? Morde, machst du irgendwas oder nicht? Ich glaube, auf Morde kann ich hier nicht zählen, oder? Lauf, Fist, lauf! La! No! Der Minion ist gestorben in dem Moment, wo ich tun wollte. Das wäre der perfekte Out of Everything gewesen. Und er ist einfach gestorben. Wow! Der ist einfach gestorben. Der hatte noch so 1 HP und dann wupp. Oh je. Dann wupp. Du hast ja auch noch kein Mythic. Ja, es kommt jetzt. Amishri kommt jetzt. Ich weiß nicht, ob Leandes wirklich der Shit ist, ne? Eigentlich nicht, glaube ich, aber... Hier vielleicht ein bisschen gegen Urgot und vielleicht auch gegen Dirne. Kata hat, by the way, 4 Kills schon. Leute, es kommt langsam. Du wärst dort gestorben. Ich glaube nicht unbedingt, tatsächlich. Ich bin sehr schlüpfrig. Aber, Leute, wenn wir so weitermachen, verlieren wir tatsächlich. Das ist die Wahrheit. Das ist die volle Wahrheit. Ich meine, immerhin kriegt Mörder auch ein paar Kills, aber wir haben einen Blue Can. Er hat auch ein paar Kills, aber er wird noch inten, safe. Ich inte jetzt schon. Ja, naja, mal sehen. Wenn man erstmal, reicht das hier von Mythic? Nee, ne? 90er. Ja, ja, wir gönnen uns erst nochmal Varus. Der hatte gerade Eggshorst von Senna, aber diesmal nicht. Minions kommen genau jetzt, die müssen agentenmäßig spielen. Die dürfen mich nicht sehen. Ja, Jin ist tot, aber was soll ich machen? Ich weiß nicht, ob ich beide zusammen schaffe, though. Und ich glaube, die haben mich tatsächlich dann noch gesehen. Oh, die Frau Dyson. Vielleicht kommt Varus noch. Oh, okay, das ist ganz schlecht. Das ist, oh Gott. Ja, die haben mich halt doch gesehen hier. Der letzte Minion hat mich noch gesehen. Der letzte Minion. Und dadurch haben die einfach den Braten gerochen. Oh boy. Und alle Stacks weg. Okay, Leute, wir konzentrieren uns jetzt. Aber immerhin haben wir jetzt 123 CDR. Wow. Wow. Okay, wir brauchen jetzt aber noch ein bisschen mehr Damage. Entweder Rabadons oder Void Staff. Wahrscheinlich beides noch. Oder Lichbane. Gut. 123. Okay, wir müssen uns jetzt zusammenreißen, Leute. We have to... Was heißt zusammenreißen auf Englisch? Was heißt denn reißen? Ja, Leute, die Cutter-Sings beginnen auch bald. To rise together. Ja, vermutlich ist es das. Okay, Leute. Go jetzt. Ich bin jetzt volle Konzentration. Oh, moi. Gefährlich mit Cutter? Gefährlich. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, Cutter-Things beginnen jetzt halt, Leute.
Boah, ey, die, ey, ne, die ist auch voll tanky, ey. Eis, Faust und Dinge, ey. Was ist denn mit ihr? Together Ripping, ja. Together Ripping ist auch nicht schlecht. Ich hab Stundenglas zur Not. Leute, könnten wir mal hier ein bisschen Together Ripping machen? Okay, cool, 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 cool. Die töten wir doch jetzt erstmal, oder? Schön, 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 schön. Können wir ein bisschen Together Snipping machen? Slibbidi, slibbidi, slabbidi, babbidi, boobidi. Berznikov! Berznikov, Romanov, Skorvanov, Charbatschow. Schön, 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 schön. Warum tut meine Zunge weh? Also, ich kenne nur genau eine Situation, in der meine Zunge weh tut. Das lasse ich jetzt hier so stehen. Ohne weiteren Kommentar. Gut. Können wir hier... Der hat halt diesen Wassermantel, der Bro. Der hat diesen Wassermantel. Ja, sag es uns. Ich weiß nicht, warum tut sie denn weh? Zu heiß gesuppt oder was? Gesuppt, gesippt. Oh, der kommt jetzt. Ich könnte seinen Wassermantel wegmachen. Mit dem Fisch. Nee, schade. Gut. Rabadons oder Voidstaff? Voidstaff erstmal. Die haben ein bisschen Magie. Ja, machen wir mal Voidstaff erstmal. Ich glaube, das warten wir noch eben. Gut. Also, wir müssen jetzt weiter smart bleiben. Das ist wichtig, dass wir smart bleiben. Varus ist schon ein Traktable. Oh, ja, genau. Hallo, Leute, 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 ihr könnt doch nicht jetzt sterben. Okay, er wird eventuell noch engaged. Ja. Oh, Leute, aber die können wir doch jetzt töten, oder? Oh, really? Really, Leute? Shit, Telekom, ja, genau. Das sage ich jetzt auch bei jedem Tod. Also, komm. Oh, mit Redcane wäre das nicht passiert, Leute, sage ich euch. Ich sage euch, wie es ist. Weil ich bin ja der Truthsayer. Truthsayer. Was spielt er für einen Fisch? Den Fliegenden? Gerade den Fallenden. Mord ist am Enden. Alle sind am Enden. Ist die Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Hab ich jemanden getroffen? Ja. Machst du nix? Ja, Leute, Red Cane wäre der Shit gewesen. Nicht so ein Potato Cane. Mir sind halt auch die Hände. Und Katar hat jetzt mittlerweile 6 Kills schon. Was ist los? Pepega. Ich habe leider nichts. Sie haben sogar Infernal Draco Malfoy. Hier zu chasen ist wenig sinnvoll, weil die locker Verstärkung kriegt. Ja, da ist die Verstärkung schon. Was? Aber not too bad, though. Not too bad. Jetzt kriegt Kane wieder die Kills alle und denkt jetzt, er wäre der King of Blaumann. Not too bad. Und vor allem ein paar Stexies bekommen. Stexies, Maxies. Leute, lass mal Blue Ding machen. Blue Cane ist broken. Ja, natürlich ist, Leute. Klar ist Blue Cane broken, wenn du weißt, was du tust. Ansonsten ist es nämlich das hier. Das ist, was passiert, wenn du nicht weißt, was du tust. Und deswegen ist Blue Cane nicht broken. Das war einfach das perfekte Face-to-Face-Beispiel. Hier, ich habe Ult jetzt. Let's go. Abfahrt. Ich bin tot. Ihr müsst ihn töten, weil sonst tötet er mich. Okay. Tötet ihn, Leute. Leute, der schafft es nicht. Okay, er hat es geschafft. Bab. Okay, cool. Ja, Baron. Na, ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht. Also sind alle Assassins nicht broken. Naja, aber du musst es ja mal vergleichen. Bei Kane hast du Ult, Hopfen, Move and Speed und du benutzt alle, also so ein 0815. Kane benutzt halt alle seine Spells, um den Gegner zu töten. Und danach hat er nichts mehr. Bedeutet, als Fizz bist du halt ein schlüpfriger Schlüpfisch. Du kommst immer weg. Vor allem bei 123 CDR.
Ne? Aber bei Shadow Assassin, wenn du einem Champion zu viel Movement Speed gibst, dann intet der. Das ist so. Deswegen ist Quinn auch ein Turbo-Inter. Du kriegst erstmal den Papagei und fliegst straight in deinen Tod wieder rein. Jeder kennt diese Games, wo Quinn gespielt hat oder eine Quinn im Team hat, die einfach nonstop stirbt. Ist ein Klassiker. Ich sag ja nichts gegen Blue Can. Ich bin Fan. Blue Can ist cool. Cool. Ich glaube, die machen Baron. Varus ist zwar hier, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl. Es könnte ein Ableckungs-Varus sein. Sieht da, der läuft da schon hin. Leute! Caden! Brudi! Mann, ey, aber warum farmt der denn da unten? Und du willst, dass der Typ Blue Can spielt? Wirklich? Ich meine wirklich? Schuh 4 vs 5. Bro, Steal! Bro! Okay, wir müssen... We have to make the best out of the situation, Leute. Was können wir machen? Also, wir müssen Varus töten. Und Cutter. Und Dirne. Die haben jetzt Baron. Schwierig. Ich bin tot. Noch nicht. Überlebe ich das? Trefft ihr mich? Okay, nee. Cool. Wir brauchen noch ein bisschen... Nee, wir haben Voidini fertig. Sehr gut. Voidini ist da. Hätte es einen Unterschied gemacht? Ja, Red Cane macht den Unterschied, dass er nie stirbt und super tanky ist und mega viel die Gegner CC't, abfuckt, nervt und alles. Okay, das ist cool. Die können wir töten. Die springt jetzt raus. Du springst nicht raus. Machst du nicht. Hier ist ein Fisch. Nevermind, aber er ist da. Ich habe nur gesagt, hier ist er. Ich habe nicht gesagt, er trifft. Hier ist der Fisch, war die Aussage. Komm jetzt, Kane, mach Kane-Dinge. Schön. Hier, und jetzt als Fist mache ich mir nicht so. Dann mache ich so. Und ja, gut, er ist broken. Ja, er ist halt, weiß ich nicht. Schwierig. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt bräuchten wir noch einen Rabadon statt Magi's. Seitdem ich so 12 Kills hatte, ich war 12-2, 13-3, 14-4, 15-5. 17-7. Nicht so gut. Als Red Cane stirbst du einfach nie. Das ist die Aussage. Ja gut, es ist halt wie es ist. Manche Geschichten, man sagt ja untold stories. Das hier ist eine untold story. Schade. Marmelade. Aber ich habe... Also wir müssen eine kurze Perforation machen. Ich habe perforiert. Aber hätte auch ein bisschen weniger sterben können. Ne? Passiert.